Willkommen in der Chaosküche. Heute bereite ich was für meine Eltern zu, was Veganes, weil ich habe Bock, irgendwas zuzubereiten. Ob ich selber davon esse, weiß ich noch nicht. Hier sind, also es wird eine Asia-Pfanne einfach. Dafür haben wir hier einfach Asia-Glasnudeln. Und die bestehen aus jeder möglicher Stärke und sonst nichts, auch kein Salz oder irgendwas. Und das Lustige ist, Moment, stell die mal scharf. Hier, wir haben sogar die Hälfte von den Kohlenhydraten sind einfach Zucker, das ist eigentlich ganz praktisch. Also haben wir ungefähr 40 Gramm Stärke. Normale Nudeln haben ungefähr 70 Gramm Stärke. Also teilweise ist die Stärke dann hier wohl in Zucker umgewandelt. Naja. Also ich habe jetzt einfach nur all das genommen, was ich halt so gefunden habe, was noch da war. Was ich interessant fand, also zum Beispiel auch ein Kohlrabi. Den finde ich gedünstet immer sehr lecker. Möhre passt eigentlich auch gut in so eine asiatische Gemüsepfanne. Zucchini und sonst hatte ich eigentlich noch eine Tomate gefunden, aber noch ein paar Einlegegurken. Das dürfte eigentlich auch ganz in Ordnung sein in so einer Pfanne. So, stellt hier scharf. Zitronensaft einfach so ein bisschen drüber, um ja so den Geschmack, wie nennt man das, abrunden oder so. Dann habe ich hier süßen Senf. Das passt eigentlich auch. Ich höre ja Stimmen, die ich nicht kenne. Egal. Passt eigentlich auch immer ganz gut. Auch süßer Senf, halt zu solchen Geschichten. Die Gurken sind ja auch etwas süß. Dann habe ich noch gefunden Erbsen. Mais war jetzt keiner da, Zuckermais, der hätte auch noch ganz gut gepasst. Und sonst passt natürlich immer sehr gut Sprossen, aber auch Pilze. Und was weiß ich, aber habe ich gerade nicht da. Und einfach halt ein bisschen Tamari-Soße. Und um die Nudeln zu braten, ein Rapskernöl. Obwohl man das eigentlich nicht erhitzen sollte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Rapskernöl anders ist als Rapsöl. Mal hinten drauf, ob da irgendein Hinweis steht. Ist auf jeden Fall Rohkost. Licht und Wärme geschützt lagern. Wenn ich das zum Braten nehme, dann ist es nicht mehr vor Wärme geschützt. Aber ist ja auch kein Lagerungsprozess. Ja, jedenfalls haben wir nichts mehr anderes als das oder Olivenöl, und Olivenöl soll man ja auch nicht anbraten. Naja, das will ich jetzt erstmal kurz zubereiten. Bis gleich. So, ich habe noch eine Zwiebel gefunden, Ingwer, Paprikastreifen und Pilze. Das dürfte ganz gut abrunden. Und Gewürze habe ich jetzt nichts Kreatives da gehabt. Da habe ich einfach ein bisschen Curry reingetan, viel Paprikapulver und Pfeffer. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht. Und dann halt die Sojasauce. Ja, das köchelt dann vor sich hin. Und dann werde ich. Also Öl ist überhaupt nicht drin. Ein paar Sonnenblumenkerne hab ich noch reingetan. Sesam hat auch gut gepasst. Und ein bisschen Agavendicksaft nur zur Abrundung. Das Geschmacksmittel so leicht, ganz leicht süßlich wird. Und dann werde ich ganz einfach nur noch die Nudeln anbraten, aber die könnte man eigentlich auch dünsten oder mitten in die Pfanne reinziehen. Aber ich habe Lust, die anzubraten. Ja, und dann ist es ganz fertig. So, das sind die angebratenen Nudeln. Und das ist das ganze Gemüse. Also es sieht episch aus und ich habe es probiert, es schmeckt episch. Ich habe da noch so Dinkelbratlinge gefunden, so eine Backmischung. Und die habe ich jetzt ja, gebraten und so klein gemacht. Und das gibt dem Ganzen einen ziemlich guten Biss. Das ist halt so wie Fleisch eigentlich vom Biss her. Und das passt sehr gut zu diesem Gericht, finde ich, um ja zu diesem weichen Gemüse nochmal so ein Biss zu haben. Alles klar, ich finde das ein episches Gericht aus irgendwelchen Resten, die ich gefunden habe. Und da brauchen wir auch kein zusätzliches Öl oder so. Vegan for the win. Alter, ich werde das jetzt essen, weil es schmeckt so göttlich. Ich habe es probiert. Ist noch genug da für meine Eltern. Aber es schmeckt. Oh.
so göttlich, also besser als in jedem Restaurant, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und es ist so einfach, einfach irgendwas zusammengeworfen. Ja, müsst ihr euch dann das genaue Rezept aus dem Video rausziehen, was ich alles gesagt habe und reingeworfen habe. Ja, und da ist dann auch so eine, so ein bisschen Soße entstanden daraus. Puh, ich habe auch kein Wort dafür. Also bei sowas bestelle ich mir auf keinen Fall irgendwie eine Pizza oder sowas oder irgendwas. Also nur noch Früchte können das toppen. Habe ich gerade aber eh nicht genug da. Ja. Man hat halt öfters nicht die Fruchtqualität, die man haben möchte. Bis dann. Also das ist jetzt ein Kuchenteller, der ist was kleiner, wie man an meiner Hand sehen kann. Also ich habe jetzt einen solchen Flachkörbchen-Teller gegessen gehabt, ungefähr die Menge. Und hiervon jetzt noch ein Drittel circa. Und jetzt bin ich pappsatt. Ich hatte davor halt ein paar Pflaumen gegessen, also Zwetschgen, deutsche Zwetschgen. Die waren jetzt nicht perfekt, haben aber ein bisschen Zucker geliefert. Haben mich jetzt aber nicht zufriedengestellt, so 500 Gramm. Und halt für die Leute, die sich wundern, dass ich das jetzt gegessen habe, die auch mein letztes Video nicht gesehen haben und so weiter. Moment. Also ich esse halt wie gesagt nur noch selten, zweimal die Woche circa. Ich hatte jetzt wieder 2 Tage nichts gegessen und davon einen Tag auch nichts getrunken. Und wenn ich dann mal halt wirklich Bock habe, also ich hatte jetzt einfach nur Lust, was zuzubereiten. Ich wollte jetzt eigentlich in den Pennymarkt gehen und mir da frischen Saft kaufen, weil ich Lust hatte auf diesen frischen gemischten Fruchtsaft, der also Rohkostqualität hat. Und mich zieht es auch immer noch total, wenn dann zu Säften oder zu gar nichts. Wenn es mehr, also ich habe keinerlei Hunger, die Hungerkrankheit habe ich nicht mehr. Nach 2 Tagen jetzt und nach einem, also nach 2 Tagen nichts essen und einem Tag nichts essen und nichts trinken, da merkt man halt, ja, wenn ich jetzt nicht trainieren würde und so weiter, dann habe ich jetzt ein bisschen weniger Energie und dann trinke ich doch mal einen Fruchtsaft. Ich hatte aber irgendwie Lust, hier was zuzubereiten, bevor meine Eltern auch wieder da sind, damit ich denen was zubereiten konnte, weil es macht mir einfach Spaß, Dinge zuzubereiten. Es hat jetzt beim Probieren so extrem gut geschmeckt und da macht es halt so, dass ich das dann einfach esse, weil mir ist das egal, weil ich kann dann nachher noch wieder 2 Tage nichts essen und habe genauso viel Energie. Und wenn ich die nicht habe, dann trinke ich halt wieder einen Fruchtsaft und so weiter. Und ich trainiere täglich und habe die ganze Zeit Energie. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, also das ist jetzt nur so ein Kuchenteller. Ich würde sagen, insgesamt war das jetzt ein halber normaler Teller. Dann die 500 Gramm Pflaumen davor. Und da war ich wirklich jetzt, also jetzt bin ich wirklich satt. Also ich esse wirklich, ich habe kein Problem damit zu essen, bis ich satt bin und was weiß ich. Besonders als gereinigter Körper kommt sowas sowieso wieder einfach raus, ohne großen Schaden anzurichten. Und mir macht das auch geistig überhaupt nichts aus. Aber ich bin wirklich satt. Jo, das wollte ich nur am Ende des Videos noch gesagt haben. Bis zum nächsten Mal.